Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Ja Freunde, heute möchte ich euch das neue Album Bülower Straße von Lea vorstellen. Das Ganze gibt es als CD-Unboxing für euch von mir, wie gewohnt. Ja Freunde, das neue, das fünfte Album Bülower Straße von Lea ist am Freitag, den 5. Mai erschienen. Für das Album habe ich 17,99 € bezahlt. Link dazu gibt es für euch natürlich wie immer hier unten in der Videobeschreibung. Genauso wie den Link zur Vinyl und zum MP3-Download. Gut, soviel dazu. Wir starten direkt mit dem Unboxing. Ihr könnt mir an dieser Stelle natürlich gern wieder euren Lieblingssong der Interpretin einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Und vergesst nicht, liebe Freunde, wenn ihr schon mal dabei seid, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, somit den Algorithmus kräftig pusht, dass dieses Video ein paar Leuten mehr angezeigt wird und ich dadurch etwas mehr Reichweite bekomme. Vielen Dank dafür. Gut, wir starten mit dem Unboxing. Als erstes werde ich natürlich erst einmal vorsichtig hier die Folie entfernen. Mal gucken, wo ich am besten das Ganze hier öffnen kann. So. Die Folie ist ab und wir schauen uns erst einmal die CD-Hülle an. Das Ganze kommt hier im Digipack, also als Pappe, nicht als Plastik. Wir lesen Bülower Straße, dann sehen wir hier ein so verwackeltes Bild von Lea. Darunter lesen wir Lea auf der rechten Seite. Also das Ganze ist so im Nachtmodus aufgenommen und dann so belichtet und auch in der Bewegung mit reingebracht. Auf der Rückseite sehen wir jetzt nochmal sehr unscharfes Bild der Interpretin. Und hier haben wir jetzt die Songs aufgelistet. Insgesamt haben wir 21 Titel drauf, aber es sind nicht ganz 21 Titel, denn es sind einige Skits mit drauf, in dem Lea und ihr Kreativteam eine Heldenreise einer imaginären Person aus West-Berlin erzählen. Also es sind nicht ganz 21 Songs. Okay, gut, dann schauen wir mal rein. So sieht das Ganze aufgeklappt aus. Also wir haben jetzt einmal Lea nicht ganz so unscharf. Und hier haben wir das Booklet. Gut, dann würde ich das Ganze erstmal hier so öffnen. Da haben wir jetzt die CD. So sieht das Ganze aus. Bülower Straße. Also sehr schön gemacht. Ich finde das generell, ich glaube, das sage ich in jedem Video, aber bei CDs im Digipack ist einfach die Gestaltungsmöglichkeit viel höher als in so einer Standard-CD. Deswegen mag ich die eigentlich mehr in dieser Papphülle, weil man da einfach das Ganze mehr gestalten kann. Auch wenn man jetzt nicht viel von der Gestaltung sieht, aber es ist trotzdem mehr möglich als in einer CD-Hülle. Gut, okay, also jetzt an sich erstmal das Digipack und jetzt schauen wir natürlich ganz kurz noch ins Booklet rein. Hier haben wir jetzt wieder ein anderes Bild der Interpretin. Also das Ganze ist so kriselig gemacht, die Bilder, also als hätten die wenig Licht bekommen, aber das ist natürlich so gewollt und so ist auch das ganze Papier hier gemacht. So, wir haben die Songs mit den dazugehörigen Songtexten, also das, was in den Booklet reingehört. Ich habe übrigens jetzt noch keine Songs vom Album angehört. Ihr könnt mir ja, wie gesagt, gerne mal einfach euren Lieblingssong von Lea und auch vielleicht vom neuen Album unten in die Kommentare reinschreiben. Doch, Fuchs habe ich doch schon gehört. Okay, gut. Song habe ich mir doch schon angehört. Aber mehr jetzt, wie gesagt, noch nicht. Also, sehr einfach gehalten. Wir haben jetzt hier die Texte und die Songs. Wir hatten jetzt ein Bild dazu. Und am Ende haben wir jetzt noch, wer jetzt als an den Songs beteiligt war. Und jetzt haben wir nochmal ein sehr unscharfes Bild hier von der Interpretin. Gut, das war's schon wieder, liebe Freunde. Mit dem Unboxing zum neuen Album von Lea Bülower Straße. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Schöne Grüße gehen natürlich raus an Lea. Viel Erfolg auch weiterhin. Und ich hoffe, liebe Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.